Die Frage ist noch nicht geklärt. Die Akte zu schließen wäre viel zu früh. Der Fall ist noch nicht verjährt. Der Gärtner, die Köchin und dann der Chauffeur, die wurden gefeuert von ihm. Ein Zeuge sagt, die haben gesagt und ich schwör, irgendwann trifft es auch ihn. Wer hat John O'Brien gekillt? Nachts, als alles schlief. Wer hasste ihn so abgrundtief? Wer hat ein Motiv? Sein Banker, mit dem ihn sein Schwarzgeld verband, war er die ruchlose Hand oder am Ende sein Kompagnon, ein Falschmünzer und Intrigant. O'Brien war auch dick in der Politik, man weiß doch und hat viel gehört. Wenn da wer zu viel weiß und sagt, dass er's sagt, dann ist doch klar, dass der stört. Wer hat John O'Brien gekillt? Nachts, als alles schlief. Wer hasste ihn so abgrundtief? Wer hat ein Motiv? Wer hat John O'Brien gekillt? Wer hat es gewollt?